denke, jeder Musiker hat ein musikalisches Zuhause. Und er ist für mich eines. Es ist schon sehr geprägt von die Musik von Brahms, Mendelssohn, also wirklich die Wurzeln von deutscher Musik, aber immer mit einem gewissen ungarischen Stil. Man tut doch Nanni oft als Epigonen von Brahms ab und das finde ich sehr ungerecht. Wenn man sich ein bisschen mit seiner Musik auseinandersetzt, dann kann man das nicht mehr mit einem anderen Komponisten verwechseln. Also man merkt schon, der hat die Instrumentation total in sich und seine gewisse Art auch zu machen. Er spielt sehr viel mit den Holzbläserfarben auch und die Mischung zwischen die und die Streicher. Und das macht die Sachen wirklich vom Farbe her wahnsinnig interessant. Die persönliche Begegnung mit Brahms in seiner Wiener Wohnung hat für Doch Nanni natürlich eine wahnsinnig große Rolle gespielt, emotional, menschlich, musikalisch in jeglicher Hinsicht. Und diese Begegnung hat ihm Tür und Tor geöffnet, denn Brahms hat sich sehr für ihn eingesetzt, als Doch Nanni noch ganz jung war. Das erste Klavierkonzert hat er geschrieben, als er 21, 22 Jahre alt war. Und bei dem zweiten Klavierkonzert, das hat er nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Das bedeutet, das war wirklich die schlimmste Zeit seines Lebens eigentlich, die da ausgebrochen ist. Er hat im Zweiten Weltkrieg zwei Söhne verloren. Aber trotzdem, in der zweiten Klavierkonzert, obwohl es ist geprägt natürlich mit einer sehr unglücklichen Stimmung, es gibt auch gewisse Momente vom Rhythmus, ungarisches Klang, auch das war immer ein Teil von ihm natürlich. Ja, das zweite Klavierkonzert könnte man als eine Art musikalisches Testament betrachten. Aber wenn ich das dann zusammenfassen könnte über beide Klavierkonzerte, würde ich sagen, das erste Klavierkonzert ist ein Werk von jemandem, der ahnt. Und das zweite Klavierkonzert ist ein Werk von demjenigen, der weiß. Man merkt auch, wie er hat geliebt die Musik von Bartok zum Beispiel und in der Zukunft auch zu schauen. Es gibt ein paar Komponisten, die total unfair vergessen sind und das ist auch wirklich unser Job, diese Komponisten wieder zum Publikum beizubringen. Thank you.
Es liegt mir sehr viel daran, dass man seine Musik wiederentdeckt, dass man sie lieben lernt. Und ich glaube, dass diese Welt unheimlich bereichernd ist. Und man sollte sich dem, was man noch nicht kennt, nicht verschließen.